würde ich sagen. So. Hallo, liebe Freunde. Auch auf YouTube herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil HD. Ich bin live auf Twitch, das heißt, ich werde wahrscheinlich hier mich noch ein bisschen mit meiner blamablen Leistung rumschlagen müssen. Und mich... An Angst stirbt man nicht, aber... Man kann daran sterben. So. Kulle! Der Kulle ist schon der Erste, seht ihr mal. Kulle ist der Erste nach ein paar Sekunden hier dabei. Ja, Gott, ich hab schon so wieder keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ich werde wieder so sterben. Habe ich denn nicht den Granatwerfer mittlerweile? Ja, habe ich. Gut. Gewehr habe ich, Kampfgewehr habe ich, das Messer habe ich. Kein Dota heute, nee, ausnahmsweise mal nicht, Kulle. Ich muss nämlich für YouTube meine Folgen aufnehmen für Resident Evil und dachte mir, ich mache das jetzt mal live. Oh Gott, und ich muss... Scheiße, falscher Knopf, ich muss dahin. So, ich muss jetzt die Chemikalien mal benutzen. Und zwar kann ich das in folgendem. Ich muss... in diesen Gang hier unten. Also gerade unter mir sozusagen in den Gang und muss dann nach links irgendwo... Nee, aber das gibt's doch gar nicht. Ich bin so ratlos, wie ich momentan weiterkomme. Das gibt's gar nicht. Ich brauche Hilfe. Ach, warte mal, da, die Tür könnte das doch sein, was gemeint ist, oder? Warte mal, das könnte sogar sein, dass die gemeint ist. Geile Sache. Glaub mir, Kulle, so geil ist das gar nicht. Vor allem für meine Nerven nicht. Ich schwitze jetzt schon wieder wie ein Mongo. Und dem traue ich auch nicht, der da liegt. Ich traue dem Penner nicht, aber okay. Wir gehen Richtung Gewächshaus. Ich hoffe zumindest, dass ich jetzt endlich mal recht behalte. Ist es diese Türe? Ich hoffe, es ist diese Türe. Ich weiß es nicht. Oh, ach nein, jetzt bin ich hier drin. Alles klar, jetzt bin ich hier drin. Okay, hier ist noch Benzin. Spiel Silent Hill, das heftiger. Ich weiß, Silent Hill ist auch unglaublich schlimm. Das gibt's doch gerade. Aber die ersten Resident Evil, gerade das allererste Resident Evil, ist für mich ein absoluter Horror, ey. Das ist für mich nicht mehr auszuhalten. Ich schwör's dir, das ist für mich nicht auszuhalten. Wieso ist diese Tür eigentlich zu? Das kann ja gar nicht sein, dass die Tür zu ist. Fand das Resi nie schlimm. Ich schon. Ich find's auch heute noch schlimm. Ich komme heute noch nicht drauf klar. Tür aufgeschlossen. I don't trust myself. Hier wackelt irgendwas. Ich hab's mir mal reingezogen. Batteriepack. Wofür brauche ich denn jetzt noch einen Batteriepack? Ich habe schon ein Auge drauf geworfen, ja, allerdings. Oh Gott. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Moment, ich will jetzt mal erst kurz wissen, wo ich bin. Karte. Ich bin allerdings nicht überzeugt davon, dass bei Resident Evil Revelations 2 kein Koop verfügbar ist. Finde ich nicht gut. Oh, ich bin hier. Nee, warte mal. Wo bin ich denn? Scheiße, wo bin ich denn? Ich werde gleich sterben, ich weiß es. Entweder vor Angst oder weil ein Zombie kommt. Aber irgendwas wird mir gleich passieren. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich hasse es so sehr. Es muss sein. Hier ist nix. Na, guck mal einer an. Da liegt doch schon so ein Penner. Endlich mal wieder Munition. Ich trau dem nicht. Moment mal. Gerade fragen, ob du mal zusammen spielen wollen. Alleine will ich nicht. Ja. Auf dem PC gibt es keinen Koop-Modus in diesem Spiel. Traurig, aber wahr. Ist da irgendwas? Tagebuch des Wächters. 9. Mai 1998. Pokerabend mit Scott und Alias? Von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat. Mistkerl. 10. Mai 1998. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann.
11. Mai 1998. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. 12. Mai 1998. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die böden Hunde starren mich an, als so bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. 13. Mai 1998. Gingen zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai 1998. Sag mal, wie lange geht denn dieses verdammte Tagebuch? Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn das jemand herausfindet, rollt mein Kopf. 16. Mai 1998. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? 19. Mai 1998. Fieber weg. Alles juckt. Hunger. Esse Hundefutter. 21. Mai 1998. Juckt, juckst. Gott kam hässlich. Habe ich ihn gefressen. Lecker. 4// juckt. Lecker. Und das gefällt mir gar nicht. Sonst ist hier wohl nichts mehr. Überall sind Kleidung und diverser Krimskrams verstreut. Und da kommt er doch! Ja, natürlich. Und da sind gleich 2 von den Pennern. Du hältst mal gleich die Klappe. Noch ein Batteriepack? So, ich höre dich doch schon, Arschloch. Komm her. Komm her. Verdammt! Der steht bestimmt nochmal auf gleich. Hundertprozentig, natürlich. So, wenigstens ist der tot. So, aber das war ja so klar, dass die Penner jetzt aufstehen, ne? Gut, der da wird uns nie wieder beehren, denn der ist seinen Kopf losgeworden. Der da wird uns allerdings nochmal beehren und das macht mir ein bisschen Angst. Weil in der zweiten Phase sind die Zombies doch deutlich schlimmer. Jetzt muss ich aber mal kurz in meine Karte reinglotzen. Ich bin hier. Da hinten ist noch eine Tür. Da hinten um die Ecke ist noch eine Tür. Ich muss zugeben, dass ich momentan ein bisschen panisch bin. Wenn man das sehen könnte, wie meine Hände gerade schwitzen. Würde euch das keinen Spaß machen. So viel kann ich euch versichern. Irgendwas gefällt mir an diesem Geräusch nicht. Resi with Bunnies? Nee, Resi ohne Bunnies. Das einzige Bunny, das ich jetzt brauchen könnte, wäre es gerade nicht da. What the fuck is this? Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Ich habe so lange kein Resi mehr gespielt. Ich kann mich an die Hälfte gar nicht mehr erinnern. Ey, ist das schlimm. Eieiei, ist das schlimm. Des gelben und des blauen Lichts. Es ist wirklich schlimm. Das ist echt schlimm gerade. Ich komme gerade nicht mehr drauf klar, was alles in diesem Spiel passiert. Ich hatte so viel... Ich dachte zumindest, dass ich noch so viel in Erinnerung hätte. Aber jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mehr als die Hälfte vergessen habe. Das gefällt mir nicht. Wenn ich jetzt gleich wieder zurücklaufe... Kommt der Typ rein. Na gut. Gehen das mal durch. Da kommt noch einer. Die Tür ist offen. Okay. Da waren gerade 2. Einer war an einem Fenster, der andere am anderen Fenster. Ich versuche, dass ich da möglichst schnell vorbeikomme. Ah, hier ist das Gewächshaus. Der Deckel dieser Wasserpumpe ist offen. Nein, kein Wasserpumpen. Wir müssen jetzt nämlich die Chemikalie hier reinlegen. Und jetzt wird es richtig schön widerlich. Wasserpumpen? Nein, noch nicht. Nehme ich diese Pflanze hier, diese gute, versperrt uns den Weg. Also, was tun wir? Wir haben eine Chemikalie im Wasser. Und wir pumpen das Wasser in Richtung des Brunnens, damit die Pflanze abstirbt. Toll, oder? Finde ich auch.
Ein kleines Gewächshaus in der eigenen Villa, das kann doch mal nicht schaden. Um einstellen, wir wollen ja nicht selber von der Chemikalie getroffen werden. Grünes Kraut. Und da haben wir nochmal grünes Kraut. Super. Und nochmal grünes Kraut? Nein, oder? Wow, so viele grüne Kräuter. Und hier kommt Todesmaske Nummer 2. Endlich. So. Und jetzt mixe ich mir gleich mal... Oh, Warnung. Verwenden. Wir mixen uns mal lieber gleich ein paar Kräuter zusammen hier. Denn das kann nicht schaden. So. Mixe, mixe, mixe. Alles in die Kiste. So, einmal mixen. So, ich habe jetzt 3 Todesmasken. Oh, stimmt, ich habe schon 3. Ich habe ja die Schlange auch schon. Die Schlange habe ich. Das heißt, mir fehlt nur noch die letzte Todesmaske. Yes! Eine Todesmaske noch, dann kommt ein ziemlich böser Zwischenzombie. So, und jetzt, wenn ich hier langlaufe, werden sie kommen. Sag ich doch. Ich weiß jetzt gerade bloß nicht, wo ich hin muss. Erstmal kurz hier durch. Ich muss jetzt nämlich überlegen, wo ich hin muss. So, wir sind erstmal hier. Das ist gut. So, jetzt kurz nachdenken. Na, ich brauche die 4. Todesmaske. Boah, wo ist die letzte Todesmaske? Scheiße, wo ist die letzte Todesmaske? Ich war bei der Tür da hinten noch nicht. Der müsste ich mal noch. Mal sehen, ob die offen ist. Ich habe jetzt bloß, dass die Zombies nicht direkt vor der Tür stehen. Aber bei meinem Glück. Na, ne, wissen wir Bescheid. Ja, klar, ist er da direkt vor der Tür. Aber es ist ein langsamer Zombie. Sehr gut. Oh! Du Sackratte, du Elendige. Steht der da direkt vor meiner Nase, ey. Ich glaube, ich dreh aus. Dreh durch. Oh Gott. Oh nö! Oh nö! Ach, scheiße. Taser, bist du tot? Bist du nicht tot? Bist du tot? Bist du nicht tot? Ich sehe kein Blut. Doch, ich sehe Blut. Heilige Scheiße, ne? Wisst ihr Bescheid? Da geht's schon wieder los. So, wo bin ich denn? Welchem Gang bin ich jetzt? Wow. Ah, ich bin wieder... Ach, ich bin wieder hier? Okay. Na gut, wir sind wieder da, wo wir angefangen haben, sozusagen. So, wir sind wieder im Essenssaal. Einer der wenigen Räume in diesem gottverfluchten Haus, in dem keine Zombies rumrennen. Gott sei Dank. Kann ich dazu nur sagen. Und dieses Leiden wird nicht aufhören. So, Freunde, ich habe 3 Todesmasken und mir fehlt die letzte Todesmaske. Sehr ruhig heute hier. Das stimmt wohl, Kulle, das stimmt wohl. Gebe ich dir absolut recht. Es ist heute relativ ruhig im Chat. Das liegt vielleicht auch daran, dass Resident Evil halt noch mehr mit Atmosphäre überzeugt als mit eigentlichem Gameplay. Ich weiß immer noch nicht. Jetzt mal gucken. Das ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Ich brauche den Helmschlüssel. Ich brauche den Helmschlüssel. Wo kriege ich den Helmschlüssel? Tschalalalala. Ihr dürft übrigens auch gerne weiterhelfen. Mit Tipps, Lösungsvorschlägen etc. pp. Bin ich offen dafür. Ich habe nämlich momentan wirklich so eine richtige Blockade. Ich habe immer so phasenweise richtige Blockaden in Resident Evil mit den Lösungen. Und bin jetzt momentan auch wieder am Überlegen. Also in diesem Grab. Ja, war die letzte nicht draußen im Garten? Nee, die letzte ist, die letzte ist nicht in dem Grab, glaube ich. Die letzte ist irgendwo in der Galerie, aber ich muss erstmal wieder in die Galerie kommen. Und dazu müsste ich erstmal wissen, wie. Das ist jetzt die so tolle Frage. Ich kann mal...
Ich gehe mal die zwei Todesmasken gleich mal einsetzen, wenn ich sie doch schon habe. Mach doch gleich wieder Inventar frei. Ich muss irgendwie in die Galerie. Und zwar ist die Galerie... Gottes Willen, ey. Da unten ist die Galerie. Da hinten ist die Galerie. Da, wo ich jetzt... Upsala. Momentan noch nicht hinkomme. Und zwar ist da eine Geheimwand, die sich öffnet. Sofern ich es schaffe, alle da reinzukommen endlich mal. Aber ich... Wie komme ich in die Galerie? So, wir gehen mal in dieses tolle Grab runter, in dem wir nachher noch einen Horrorkampf erleben werden, später. So, welche Todesmasken haben wir? Wir haben die Todesmasken mit der Nase und mit... Ich habe die Schlange, das Gewächshaus und die erste Todesmaske, keine Ahnung. Ich starte mit Loch anstelle der Augen. Zack. Na, anstelle der Nase. Das ist unsere Nasenmaske. Und jetzt fehlt noch die hier. Der Mund fehlt uns. Ach, die erste ist in dem Raum mit dem Ritterrätsel. Fällt mir gerade ein. Das heißt, jetzt fehlt mir noch die aus der Galerie. Und ich muss erst wieder gucken, wie ich in diese dämliche Galerie komme. Und da geht nämlich die Problematik schon los. Wie komme ich in diese verdammte Galerie? Ja, genau. Genau, Kulle. Das mit dem Ritterrätsel. Genau, das ist das, was ich gerade meinte. Wo ich mich jetzt gerade erinnert habe. Ich muss dieses Windwappen auch irgendwo noch einsetzen. Boah, holy Jesus fucking Christ. Ich wundere mich immer noch, das ist auch eine Helmtür da rechts. Auf der rechten Seite, die letzte Tür, die verschlossen ist, ist eine Helmtür. Was ist eigentlich der Helmschlüssel? Wow. Es gibt Rätsel über Rätsel hier. Das ist ja echt krass. Ich war gar nicht mehr so... damit in Erinnerung... Warte mal, was ist denn mit der Tür da links eigentlich? Ach nee, da kommt ja jetzt auch gleich ein Zombie, wenn ich da durchgehe. Scheiße. Ah, ich hätte sie doch verbrennen sollen, die Penner. Verbrennen, das ist mal ein gutes Stichwort eigentlich. Ja, da kommt er nämlich. Hat man schon... Ja, da hat man ihn schon... anlatschen hören. Ich hätte ihn verbrennen. Ich hätte die ganzen Penner mal verbrennen sollen. Verbrennen. Da fällt mir jetzt nämlich ein, ich will einen Safe Room bitte haben. Ja, okay, ich habe den Gang gesäubert, von daher ist das kein Problem. Da komme ich jetzt. Außer der Typ steht wieder auf. Wir machen das jetzt nämlich. Wir verbrennen jetzt unsere Zombies. Ich glaube, damit können wir uns wirklich viel Ärger ersparen für später. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Zombies tatsächlich mir später noch Probleme machen werden. Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, welche Zombies später noch die Problemzombies sind. Ich weiß, es gibt einige, die sterben und die kommen nicht wieder. Und dann gibt es halt einige, die bleiben da und die kommen wieder. Jetzt sag nicht. Ey, wie jetzt? Oh nein, bin ich dumm? Oh nein, ich renne den gerade voll in die Arme. Ja, natürlich tue ich das. Okay, der greift vorbei. Auch der, nein! Ah. Zack, du stirbst. Damn it! Damn it! Ist doch scheiße. Jetzt habe ich meinen Elektroschocker für den verwendet. Jetzt steht bestimmt der gleich auch auf. Ne, der steht immer noch nicht auf. Das wundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Das wundert mich gerade echt ein bisschen. Da
dass der immer noch nicht aufsteht. So. Wir holen uns mal hier das Feuerzeug raus. Und Treibstoffkanister. So. Und, oh je.